Hey, heute möchte ich mal ganz entspannt mit euch quatschen und ich bin schon voll im Herbstmodus, ihr auch. Auf jeden Fall soll es heute ein bisschen um Ernährung gehen und das ist, glaube ich, etwas, was ich auf meinem Kanal so noch nie angesprochen habe. Ich habe ja schon immer Rezepte gepostet, aber ich habe jetzt nie irgendwie gesagt, wie ich mich bestimmt ernähre, also worauf ich so achte. Ich wollte das allerdings schon länger mal machen, aber irgendwie, keine Ahnung, hatte ich dann doch nie wirklich so Lust drauf, aber jetzt ist gerade der Zeitpunkt ganz passend, weil ich eine Blutuntersuchung habe machen lassen. Aber bevor ich zu den Ergebnissen komme, vielleicht erstmal so ein bisschen was zu meiner Vorgeschichte. Ich habe so im Dezember 2015, das war das Jahr, als ich Abi gemacht habe, da habe ich angefangen, mich so größtenteils vegan zu ernähren. Aber ab März habe ich es dann wirklich 100% offiziell gemacht sozusagen, dass ich jetzt nichts Tierisches mehr essen möchte. Davor habe ich mich allerdings auch schon eine Weile vegetarisch ernährt und zwar seit 2012. Heißt, wenn man es auf jetzt rechnet, das war auch im März, sind das 6,5 Jahre, die ich kein Fleisch mehr esse. Wow, schon eine ganz schöne Weile. Also, 6,5 Jahre vegetarisch und 2,5 Jahre vegan. Und ich habe mich damit eigentlich immer sehr, sehr gut gefühlt. In der Zeit, wo ich nur vegetarisch gelebt habe, habe ich eigentlich ja fast gar keinen Unterschied zu vorher eigentlich gemerkt. Und als ich dann auf vegan umgestellt habe, war das schon nochmal was anderes, obwohl ich zumindest meiner Meinung nach jetzt nie so viele Milchprodukte gegessen habe. Aber ich habe mich trotzdem einfach fitter gefühlt und leichter, die Verdauung wird auch besser, meiner Haut und meinen Haaren ging es besser, also insgesamt konnte ich mich wirklich nicht beschweren. Aber, und jetzt kommt das große Aber, seit ein paar Monaten, ich würde sagen so 2, 3 Monate, lass mich überlegen, ja so um Juni rum etwa hat es angefangen, ging es mir ziemlich, ziemlich schlecht. Was heißt ziemlich schlecht? Ich meine, verhältnismäßig ging es mir einfach nicht so gut wie vorher. Ich hatte jetzt schon seit einigen Monaten, schon so seit letztem Winter würde ich sagen, ziemlich mit Depressionen zu kämpfen. Ich war total antriebslos und ich hatte da aber dann noch nicht so darüber nachgedacht, ob das vielleicht mit meiner Ernährung zusammenhängt. Aber jetzt seit Juni war es halt so, dass mir immer total übel war. Ich hatte überhaupt keinen Appetit mehr. Mir war eine Zeit lang wirklich jeden Tag schwindelig. Ich lag auch einige Tage einfach den ganzen Tag nur im Bett, weil immer wenn ich mich irgendwie nur ein bisschen angestrengt habe, ist mir direkt wieder schwarz vor Augen geworden. Und das fand ich dann doch ein bisschen besorgniserregend und deswegen bin ich dann zum Arzt gegangen und mal hab halt erklärt, was alles so los ist, dass ich mich vegan ernähre und dass ich gerne Blutuntersuchung machen würde. Und diese Untersuchung ist jetzt schon 1, 2 Monate her und zwar Ende Juni wurde die gemacht und ich wollte nicht einfach nur eine normale kleine Blutuntersuchung machen, weil ich hatte mich schon ein bisschen informiert, ein bisschen gegoogelt und so und ich hatte schon den Verdacht, dass es wahrscheinlich am B12 liegen würde und deswegen wollte ich das halt separat noch testen lassen und generell, also ich habe ein großes Blutbild machen lassen. Den Vitamin B12-Wert habe ich überprüfen lassen und Vitamin D. Und dann kommen wir auch schon zu den Ergebnissen. Größtenteils waren meine Werte auch in Ordnung, aber ein paar waren es nicht. Und zwar erstmal der Eisenwert. Das hat mich, um ehrlich zu sein, nicht überrascht, weil ich hatte schon immer Eisenmangel. Also auch schon als Kind, schon als Jugendliche. Also das ist wirklich immer, wenn irgendwie Blut abgenommen wurde, wurde festgestellt, dass ich zu wenig Eisen habe. Deswegen ist das natürlich nicht in Ordnung und ich muss auf jeden Fall daran arbeiten, meine Ernährung jetzt so umzustellen, dass ich mal genug Eisen zu mir nehme. Und die zwei Werte, die ich noch extra überprüfen lassen habe, das B12 und der Vitamin D-Wert, waren auch beide zu niedrig. Das wundert mich auch nicht, da ich mich die letzten Monate wirklich nicht besonders viel in der Sonne aufgehalten habe. Das war jetzt allerdings auch vor dem Sommer, also jetzt Juli und August war der total heiß und total sonnig. Heißt, der Wert wird sich wahrscheinlich auch schon sehr verändert haben. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich nehme jetzt seit 1 oder 2 Monaten, ich weiß nicht genau, diese B12-Tabletten hier. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin es wirklich selbst schuld, dass ich diesen Mangel entwickelt habe, weil ich mich von Anfang an nicht wirklich drum gekümmert habe. Ich wusste, früher oder später werde ich mir B12 in irgendeiner Form besorgen müssen. Aber ich habe es halt ziemlich vor mir hergeschoben, bis es jetzt halt, ja, dringend wurde quasi. Ich kann jetzt noch nichts dazu sagen, wie sich meine Werte durch die Tabletten tatsächlich verändert haben. Ich werde wahrscheinlich so in 2 oder 3 Monaten den Wert dann nochmal überprüfen lassen. Aber was ich an diesen Tabletten auf jeden Fall gut finde, ist, dass da nichts drin ist. Also die sind einfach nur aus Zellulose, dann ist da Zitronenaroma drin, dann ein bisschen Xylit und halt das Vitamin B12 und mehr ist da nicht drin. Deswegen habe ich mich auch für die entschieden, weil bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln sind da alle möglichen Inhaltsstoffe drin. Und hier ist die Liste sehr, sehr kurz und die werden auch in Deutschland hergestellt und viele andere vegane YouTuber benutzen die auch und so bin ich auch auf die gekommen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich mich jetzt schon um einiges besser fühle. Ich habe auch gelesen, dass der akute Vitamin B12-Mangel so nach 3 bis 4 Wochen wieder ausgeheilt ist und dass danach quasi nur noch der Speicher wieder aufgefüllt werden muss. Ich habe mich am Anfang ein bisschen dagegen gesträubt, jeden Tag Tabletten zu nehmen. Aber es sind Lutschtabletten, was ich sehr angenehm finde. Und letztendlich ist es nur ein Vitamin und wenn die Alternative ist, Tiere zu essen, dann nehme ich auf jeden Fall lieber das auf mich. Auf jeden Fall bin ich schon sehr zufrieden, weil ich fühle mich wirklich sehr, 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 sehr,
sehr viel besser. Und ich möchte natürlich, dass es so bleibt und dass es noch besser wird, weil an manchen Tagen bin ich schon noch sehr, sehr schlapp. Und mein Appetit ist auch noch so eine Sache. Also an manchen Tagen fällt mir das Essen schon noch sehr schwer. Ich habe doch gar nicht gesagt, wie ich mich vorher ernährt habe. Also ich würde nicht sagen, dass ich mich ungesund ernährt habe. Ich habe halt schon seit Jahren darauf geachtet, wenig Zucker zu essen, wenig verarbeitete Lebensmittel, möglichst immer nur Vollkorn, viel Obst und Gemüse. Ich trinke ja eigentlich fast jeden Morgen Smoothies und da kriege ich auf jeden Fall schon einiges rein. Aber ich glaube, mein Problem ist vor allem, dass ich zu wenig esse. Und ich achte auch wirklich darauf, dass ich Hülsenfrüchte esse und halt Sachen, wo viel Eisen drin ist. Aber ich glaube, ja, das Problem ist halt wirklich, dass ich von allem zu wenig esse. Ich habe jetzt also kurz nachdem ich die Ergebnisse bekommen habe, mal angefangen zu tracken, was ich so den ganzen Tag über esse. Ich habe mich schon immer sehr unregelmäßig ernährt. Also an manchen Tagen esse ich fast gar nichts und an anderen Tagen stopfe ich mich dann von morgens bis abends voll. Aber ich würde einfach gerne ein bisschen mehr Regelmäßigkeit reinbringen. Und als ich jetzt angefangen habe, die Sachen zu tracken, ist mir auch wirklich aufgefallen, dass ich sehr, sehr wenig Kalorien zu mir nehme. Aber um Kalorien soll es jetzt gerade eigentlich gar nicht gehen. Und zwar möchte ich mich einfach abwechslungsreich ernähren und ich möchte, dass wirklich alle Sachen drin sind, dass ich mit allem gut versorgt bin. Und da habe ich vor einiger Zeit eine App gefunden, die ich sehr, sehr cool finde. Und zwar heißt die Daily Dozen. Und diese App ist von dem Betreiber von nutritionfacts.org. Das ist auch ein YouTube-Channel, vielleicht kennt ihr den ja. Der hat auch das Buch geschrieben, How Not to Die. Das will ich auch auf jeden Fall noch lesen. Und es sind halt 12 verschiedene Lebensmittelgruppen, die man jeden Tag zu sich nehmen soll, um halt so rundum gut versorgt zu sein. Und von jedem sind es dann nochmal unterschiedliche Portionen. Um ein paar Beispiele zu nennen, man soll jeden Tag 3 Portionen Bohnen zu sich nehmen, eine Portion Beeren, eine Portion Sport und so weiter und so fort. Und wenn man auf die einzelnen Kategorien drauf geht, dann steht da auch immer, was denn eine Portion jetzt genau ist. Einmal in Gramm und einmal in Tassen. Und das wird mir auf jeden Fall nicht leicht fallen. Ich habe es jetzt in den letzten 2 Monaten schon mal ein paar Tage ausprobiert. Allerdings habe ich es nie wirklich konsequent durchgezogen. Und es ist auf jeden Fall eine ganze Menge, die man da isst. Aber ich werde mir da jetzt keinen Stress machen. Ich werde jetzt auch wieder anfangen, Sport zu machen. Dann werde ich auch wieder etwas mehr Hunger haben. Und ja, ich werde jetzt einfach versuchen, das so gut wie es geht durchzuziehen und ich werde euch auf jeden Fall in einem Monat oder so dann nochmal ein Update geben, wie es mir geht, wie ich mit dem Ganzen klarkomme, ob ich es schaffe, diese ganzen Sachen zu essen, ob ich damit weitermache oder ob ich dann vielleicht doch lieber irgendwas anderes ausprobiere. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall sehr motiviert und ich denke, ich werde dadurch sehr, sehr viele neue Rezepte ausprobieren und mich sehr viel abwechslungsreicher ernähren, als ich es bisher getan habe und darauf erstmal noch einen Schluck Tee. Also das war's. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ernährung ist ja immer ein viel diskutiertes Thema. Ich stelle jetzt mal gar keine Frage. Ich bin einfach gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!